herzlich willkommen und schönen guten Morgen heute aus dem Chiemgau in einem Mercedes-Film, unser neuer Cargold-YouTube-Film, in einem Mercedes 280 SE 3,5 Cabrio. Und ich habe das Auto, als ich besorgt habe, vor einiger Zeit fand ich diese Farbe wunderschön. Die ist relativ selten beim 3,5er. 3,5er ist ja der mit V8-Motor und 200 PS, der 205 Stundenkilometer schnell ist. Und dann haben wir uns den Wagen jetzt mal heute Morgen genauer angeguckt. Also er hat eine super Datenkarte, erstmal die positiven Dinge. Er hat eine Klimaanlage von Beat, die kostet viel, viel Geld, die ist hier drin. Dann hat er leider kein richtiges Radio aus der Zeit, das ist ein Blaupunktradio, aber das ist irgendwann aus viel jüngerer Produktion. Hat innen das beigefarbene Leder, dieses beigefarbene Leder gab es auch so, das ist auch laut Datenkarte richtig. Und jetzt muss ich euch aber ein paar Dinge sagen. Wir haben ja sehr oft Cargold-Qualität-Autos. Das ist in diesem Fall kein Cargold-Qualität-Auto. Wir haben uns das eben genau angeguckt. Sondern es ist ein Auto, was noch zu Cargold-Qualität werden muss. Und man erkennt das wirklich an Kleinigkeiten im Detail. Es ist eine irre Lackierung, was wir euch gleich genau zeigen werden. Aber es geht damit los, dass hier zum Beispiel das Holz, da fehlt eine Schraube. Gut, jetzt mag man sagen, das ist nicht weiter schlimm, dass da die Schraube fehlt, aber sie fehlt halt eben. Gut, kann man wieder reindrehen, ist kein Problem. Dann ist mir aufgefallen, dass hier die Lenkung, die hat einfach Spiel, und zwar zu viel Spiel. Die tackert so hin und her, da ist was nicht in Ordnung. Das muss in Ordnung gebracht werden, man hört das auch. Der fährt zwar geradeaus, aber schaut mal hier, das ist so nicht richtig. Und wenn man sich das Holz anguckt, das Holz hat leider einige Risse. Der Wagen ist mal zu dick lackiert worden. Da ist vermutlich bei der Restaurierung das geschliffen worden, das originale Holz ist aber nicht richtig verarbeitet worden. Das könnt ihr da oben sehen, da ist ein kleiner Riss hier vorne. Also das kann man jetzt natürlich sagen, ich will einen Gebrauchs-3,5er haben, dann ist das alles egal. Aber wenn man sagt, ich will ein Auto mit Cargold-Qualität haben, dann ist es eben nicht egal. Das ist uns aufgefallen und wir werden nachher mal zusammen addieren, wie viel Geld hier ungefähr in diesen Wagen investiert werden muss, damit er sich in so einer Qualität befindet. Können wir natürlich auch nur ungefähr schätzen. Also so fahren tut er jetzt gut, weil die V8-Maschine 3,5 fährt natürlich toll. Die hat 3,5 Liter Hubraum, ist gebaut worden von 1969 bis 1971. Und es gibt von diesem Wagen nur 1200 Stück. Das heißt, der 3,5er ist viel, viel seltener als ein 300 SL. Das muss mal gesagt werden. Und es ist ein großes, viersitziges Cabrio mit einem Riesenplatz. Das ist das Schöne eigentlich an dem Wagen. Man hat einen ganz hohen Nutzen. Der fährt sich schon ziemlich modern. Der ist schnell, der läuft 200, wenn man das denn will. Und das ist ein Auto, was im Moment wieder ein bisschen durchgesackt ist von den Preisen. Die waren einmal bei bis zu 500. Brabus verlangt heute noch 700 für voll restaurierte. Das finde ich ambitioniert. Es muss hier einfach mit dem Besitzer gesprochen werden. Weil das hier muss derjenige, der das Auto kauft, Geld in die Hand nehmen. Das sind jetzt keine Dinge, die substanziell völlig kaputtes Auto darstellen, aber es sind Dinge, die man einfach machen muss, wenn man sagt, ich habe ein edles 3,5 Liter Cabrio, dann gehört das gemacht, also jedenfalls für mein Verständnis. Und wir gucken uns das gleich mal an. Nur das Tolle bei dem Auto ist natürlich, bei so einem Wetter ein 3,5er fahren ist immer was Tolles. Er hat ja den Flachkühler vorne, es hat bis 1969 noch den Hochkühler gegeben mit dem größeren Stern und für den amerikanischen Markt wurde dann der Flachkühler gemacht vorne mit den Doppellampen. War halt einfach US-Geschmack, also deswegen gibt es das jetzt so. Und ja, laufen tut er schön, er hat eine Mittelautomatik Viergang, das könnt ihr hier vorne sehen. Er hat auch die richtige Schaltkulisse, er hat vier elektrische Fensterheber. Was uns aber da auch gleich aufgefallen ist, der rechte Fensterheber sollte auch funktionieren, tut er aber nicht. Der geht nicht zu, ja gut, das kann eine Kleinigkeit sein, auch das will geprüft sein, aber es muss halt bei einem guten Auto alles funktionieren. Ist übrigens interessant, der ist 1992 aus USA hier rüber gekommen und befindet sich seit über 20 Jahren in einem Besitz. Das Auto kommt von Prien am Chiemsee, das ist ja unsere Heimat hier wirklich ganz um die Ecke und ist also sehr lange hier und ist auch bewegt worden. Also wir wissen jetzt nicht mehr genau, was er gelaufen hat. Hier auf dem Tacho steht 86.000, aber das ist ein Meilentacho. Also was auch immer das bedeutet, das können wir jetzt nicht genau sagen. Ob das die originalen Meilen sind, das wissen wir einfach nicht. Ja, das ist unser 3,5 Liter Cabrio in Erdbeerrot Metallic, so hieß das damals, war eine Farbserie. Es gab dieses Erdbeerrot Metallic, dann gab es das Moosgrün Metallic, dann gab es noch Tunis Beige, das waren vier oder fünf Metallic-Farben.
Die sind 1969 neu rausgekommen und das war absolut schick zu der Zeit. Denn bis zu dem Zeitpunkt ist ja hier die Baureihe 111, hieß es noch 112, 300 SE und der hatte andere Farben. Das ist ein Hochkühler gewesen und das hier ist ein direkter Nachfolger mit 8-Zylinder-Maschine und mit 200 PS. Also ihr könnt sehen an dem Auto, die haben alles amerikanisch gelassen. Also wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich hätte das wahrscheinlich geändert. Das sind hier die amerikanischen Nebelleuchten, die sind in Gelb. Dann sind das die amerikanischen Doppellampen, die hat es zwar auch gegeben auf dem Auto. Aber was hier besonders auffällt, das ist an der Seite die Begrenzungsleuchten, die sind Pflicht in den USA. Diese hier, die sind natürlich original, erst so zur Welt gekommen. Ich hätte das jetzt aber vielleicht weggemacht. Also das ist ja ein sensationeller Lack. Das hat ein Künstler gemacht, der Preise weltweit bekommen hat. Der Künstler, der das lackiert hat, der hat ganze Flugzeuge lackiert. Das ist absolut irre. Ich habe auch einen besseren Lack, sage ich mal, noch nicht gesehen. Aber trotzdem hat der Wagen leider so ein paar Detailfehler, die eigentlich besser gemacht gehören. So, ja. Aber dazu kommen wir gleich. Was hier noch drauf gemacht wurde, das ist der 300er Chrom. Also ich finde es nicht schlecht, weil er Radkappen hat. Das ist auch der originale Chrom, der dicke, der sehr, sehr teuer ist. Und sonst steht der Wagen eigentlich schön da. Ich finde auch die Farbkonstellation, schwarzes Dach, das ist übrigens neuwertig. Neues Leder innen drin, diese tolle Lackierung. Also schön sieht er auf jeden Fall aus. Ist ein schönes Fahrzeug und ist ein originaler 3,5er aus dem Baujahr 1970. Ja, was noch weiter auffällt zu dem Auto, er hat keine Sicherheitsgurte. Kann sein, dass das zu der Zeit in Amerika noch nicht Pflicht war. Ich glaube, das war so um 1970, aber er ist ein 70er Auto. Also ich glaube, 70 oder 71 ist das dann Pflicht geworden. Vielleicht ist das bei dem Wagen gerade an der Grenze. Kopfstützen hat er ja, die wichtig sind, wenn irgendwas mal passiert, Auffahrunfall oder so. Aber ich finde, Sicherheitsgurte sollte so ein Wagen eigentlich haben. Also das sollte man eigentlich einbauen. Ja, toll ist, dass er hier eine Vollausstattung hat. Also es gibt nicht so viele Cabrios mit Vollausstattung. Ihr wisst ja, das Auto kommt aus den USA, da ist es dann auch meistens ziemlich warm. Und da hat man nicht immer das Dach abgemacht. Und es ist dann also durchaus gut, eine Behr-Klimaanlage zu haben, die auch wirklich eine tolle Leistung gebracht hat. Ja, ein 3,5er mit 1232 Exemplaren, die gebaut wurden, ist wirklich was Seltenes. Und ich bin der Meinung, dass diese Autos alsbald weiter steigen werden, weil es gibt wirklich wenige davon. Und es ist der schönste klassische Mercedes, den sie noch produziert haben, das letzte Auto in Handarbeit. Und das hat es danach nicht mehr gegeben. Dann gab es einen 350 SL, da war sehr viel Plastik überall und so. Der Wagen ist ja noch komplett innen aus Leder. Wobei das Leder hier erneuert wurde, das muss also wahrscheinlich durch die Hitze in Kalifornien kaputt gegangen sein. Das haben wir oft bei den Autos, aber das hier ist neu. So, jetzt biegen wir mal hier kurz ab. Wenn man so einen Wagen aufwendig restauriert, das ist sehr, sehr teuer. Das sieht man ja auch an den Brabuspreisen. Also der Wagen, wie er sich jetzt befindet, ich bin da vielleicht ein bisschen hart in der Beurteilung, das ist für mich Zustand 3 so ungefähr, ja. Und da müssen also nach meinem Gefühl zwischen 10.000 und 25.000 Euro restauriert werden. Ich bin ja ziemlich pingelig, das wisst ihr. Und dann kann man sagen, der Wagen hat Cargold-Qualität. Also wir werden das am Ende mit dem Eigentümer, mit dem Einlieferer verhandeln müssen. Der hat das Auto hier vom Chiemsee geerbt, weil er die Verbindung hatte zu diesem tollen Lackierer. Hat das wirklich sensationell machen lassen. Man muss wirklich sagen, der Lack ist einmalig. Aber man hat sich halt eben um so kleine Details, Technik hier, Technik da, hier vorne so ein bisschen, das ist ein bisschen vernachlässigt gemacht worden. Das gehört bei so einem feinen, edlen Auto eigentlich besser. Was toll ist bei dem 3,5er, hat einen sehr, sehr großen Kofferraum hinten. Also ihr könnt wirklich, das ist ein vollwertiges, viersitziges Cabriolet und ihr könnt mit dem Auto wirklich nach Italien fahren mit vier Mann und ihr kommt gut an. Müsst euch einen Schal drum binden und eine Kappe aufsetzen, dann gibt es auch keine Erkältung. Aber ansonsten ist das wirklich ein Auto, was man herrlich bewegen kann. Also ein richtig toller Reisewagen und ich kann mich an die Zeit erinnern. Ich war damals 10, 12 Jahre alt, als die rausgekommen sind.
Also wenn man so einen Wagen gesehen hat, war ganz, ganz selten. Er ist ja kaum nach Deutschland verkauft worden, weil er neu 37.000 Mark gekostet hat. Das war richtiges Geld. Auto war sehr teuer, mit ein paar Extras hat er schon 40.000 gekostet. Das war in den 70er, 71er Jahren verdammt viel. Also da musste man schon ganz, ganz vorne sein, wenn man sich das leisten konnte. Das ist ja anders als heute. Heute gibt es ja jede Menge teure Autos. Es ist ein Weltmarkt insgesamt geworden. Also ich kann schon mal so viel sagen, schalten tut das Auto gut, der Motor hört sich auch gut an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel der bewegt wurde die letzte Zeit, also er auch relativ drehfreudig, die 3,5 Liter Maschine. Die ist über 10 Jahre lang übrigens gebaut worden, nachher noch im 350 SE im 116er. Man kann ihn also hochdrehen bis 6.500 Touren, was eine ganze Menge ist. Und dieser V8 Motor ist ja dann später auch aufgebaut worden bis hin zum 500 SE. War bei Mercedes ein sehr, sehr erfolgreiches Aggregat. Und die haben in dieses alte Modell aus den 60er Jahren, was er ja eigentlich ist, er hat ja noch hinten die angedeuteten Heckflossen, hat man dann schon die neue Technik der 70er Jahre eingebaut. Ab 1971 war Schluss mit Handarbeit bei Mercedes. Das ist zu teuer gewesen. Dann haben sie einfach nur noch produziert auf Menge und auf Masse. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schade, weil diese richtig tolle Qualität wie in so einem Wagen hier hat es danach nicht mehr gegeben. Eigentlich schade drum, aber das ist auch der Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass diese Autos immer teurer werden. Es gibt wirklich nicht viele von und der Nutzen ist hoch. Und wenn sich einer sagt, ich will einen richtig tollen Klassiker haben aus der schönen alten Mercedes-Zeit, dann kommt er eigentlich an diesem Wagen hier überhaupt nicht rum. Das ist die 111er Baureihe, das stärkste Modell mit 200 PS, das ist immer das gesuchteste und in so einem Auto fahren wir jetzt gerade. Ja, weil das Wetter heute so schön ist, haben wir gesagt, wir nehmen auch meinen Sohn Lukas mit, der fliegt gleich die Drohne. Der zeigt euch dann mal, wie das von oben aussieht. Wir werden auch gleich das Dach abmachen und werden das dann mal richtig genießen hier. Direkt am Alpenfuß sind wir jetzt hier am Samer Berg. Einige von euch werden das sicherlich kennen. Da oben liegt noch Schnee, das könnt ihr sehen. Wir sind jetzt hier so ungefähr auf 850 Meter Höhe und genießen einfach mal diesen schönen Samstagvormittag. Weil besser wird das Wetter nicht. Nächste Woche wieder Regen angesagt. Also wir müssen sowas immer ausnutzen. Bei Cabrio Filmfahrt bei YouTube können wir da nur machen, wenn die Sonne scheint. Sonst macht das keinen Spaß. So, jetzt haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht, hier richtig schön toll an den Bergen, ist traumhaft heute hier. Jetzt haben wir euch bisher das Auto geschlossen gezeigt mit einem schönen schwarzen Verdeck. Ich finde, das ist eine super Farbkonstellation. Jetzt hole ich euch mal hinten aus dem Kofferraum die Persenning raus. Die Persenning kommt ja dann, wenn das Verdeck geschlossen wird. Hier ist der Kofferraum, sieht übrigens auch ordentlich aus, hat Additive hinten drin, hat noch die original Gummimatte, das ist auch restauriert, das sieht man, toller Zustand. Und was halt eben hier wieder auffällt, das ist dieser wirklich sensationelle Lack, den ihr hier sehen könnt. So, mit meinem Sohn Lukas mache ich jetzt mal das Verdeck auf, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Hier oben sind die Hebel nicht da. Ach Mensch. So, das sind die originalen Chromhebel, damals noch in Chrom, heute ist das nur noch in Aluminium. Die kommen hier oben rein, ziehe ich jetzt zusammen und man braucht bei diesen alten Autos halt immer noch zwei Leute, um das zu öffnen. Bei modernen Autos geht das ja mit einer Person, hier geht das nicht. Jetzt fasst man hier vorne hin und macht das neuwertige Verdeck vorsichtig zusammen. Moment, langsam, hinten, damit kein Knick reinkommt. So, jetzt zieht man das hier noch davor. So, sind die Häkchen sind zusammen und jetzt nehmen wir uns die Persenning und tun die oben drauf. So, einmal hier bitte. So, das ist zum Knöpfen. Was ein bisschen schade ist, die haben ja eigentlich eine Original-Leder-Persenning, aber die ist wahrscheinlich auch kaputt gegangen. Man hat das hier neu gemacht. Man kann es auch aus Stoff machen, aber eigentlich gehört es, das muss hinten geknöpft werden jetzt. Eigentlich gehört es so. So. Und dann ist das natürlich auch ein herrlicher Windfänger, weil es auf der Karosse liegt.
Drauf liegt deswegen auch Cabriolet. Das ist hier so ein bisschen Marke Eigenbau, also das entspricht nicht ganz dem Original hier. Da gehören eigentlich auch Knöpfe rein. Da haben sie hier Schlaufen gemacht. Gut, kann man machen. Ja, ich komme da jetzt nicht ran. Doch, ist fest. Okay, damit es nicht wegfliegt. Ja, also das ist sattlertechnisch gut gemacht. Aber ich sag mal, es entspricht nicht ganz dem Original. Ja, so sieht ein 3,5 Liter Cabrio offen aus. Kann man hier nach. Und dann ist das natürlich ein Traum von einem Auto. Also ein 3,5er offen ist einfach wunderschön. Hat eine absolut irre Linie, wie ich finde. Schaut euch das mal an. Das ist ein Bild von einem Auto. Wenn es jetzt mein Wagen wäre, ich würde mir wahrscheinlich auch die Original-Leder-Persenning hinten noch machen lassen. Stoff gehört nicht. Man kann es lassen. Man hat mit dem Wagen ein tolles Auto. Er hat einen guten Chrom, das könnt ihr sehen. Karosserie, Spaltmaße, Flächen, hervorragend. Lack. Also besser kann man ein Auto nicht lackieren, das geht nicht. Ich will auch nicht wissen, was das gekostet hat. Also das hat richtig Geld gekostet. Schaut mal hier, das ist halt das Leder, was man heutzutage bekommt. Sind wie gesagt noch die Chromhebelchen fürs Verdeck. Das alles neu und das ist auch sicherlich sehr, sehr teuer. Genauso, man hat auch den Teppichboden in Weinrot gemacht. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass die beim erdbeerroten Auto immer einen schwarzen Teppichboden hatten. Ich habe so einen Wagen mal ganz original verkauft, aus erster Hand. Daher weiß ich das, aber das ist einfach gut gemacht. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, das Auto hat kleine Details. Also man kann, wenn man sagt, völlig egal, ich will nur einen Wagen haben zum Fahren, der top fährt und der schön ist und passt alles, kann man den Wagen lassen, wie er ist. Aber Cargold-Qualität, da gehen noch 20.000 bis 30.000 aus. Das muss man einfach wissen. Und wenn man sagt, gut, ist mir egal, dann ist das genau der richtige Kauf. Ich bin aber bereit, das hier zu verhandeln mit dem Besitzer, weil das sollte man tun in einigen Details. Da gehört auch nochmal eine technische Überprüfung her. Das muss einfach gemacht werden. So, ich öffne euch jetzt mal die Haube, was vielleicht noch zur Erklärung gehört. Ich weiß, dass der Wagen hier auch vorne rechts einen Unfall hatte. Auch das ist gemacht worden. Muss man sagen, muss man erwähnen, ist ein 3,5er, der vorne rechts einen Unfall hatte. Nichtsdestotrotz, insgesamt tolles Erscheinungsbild. Wirklich schönes Auto, fährt auch ordentlich. Schaut euch das mal an. Also finde ich absolut wunderschön, das Auto. Was machen wir jetzt? Motorraum? Ja. Jetzt machen wir für euch auch mal den Motorraum auf. Ihr könnt mal eine 3,5 Liter Maschine sehen, wie die aussieht. Schaut mal da rein. Ich meine, das sieht auch sauber aus. Das hier ist in Ordnung. Da vorne rechts hat er einen Unfall gehabt. Hier vorne könnt ihr sehen, Baureihe 111, Farbnummer, die 027 ist wichtig. Es gibt bei diesen Autos eine Menge Leute, die lassen das Dach vom Coupé abschneiden. Dann steht da eine 26 vor sich. Das müsst ihr immer prüfen. Nur die ungerade 27 heißt, es ist ein Original-Cabriolet. Ja, hier, der Wagen ist restauriert worden, nicht? Aber er hat so ein paar kleine Sachen, wie gesagt, die man im Detail eigentlich verbessern könnte und für meine Begriffe auch sollte. Sonst Chrom ist toll, Lampen sind toll. Also es fiel sehr, sehr gut an dem Auto. Tja, schöner Wagen. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass er fast 30 Jahre jetzt hier in Deutschland ist. Kommt von einer vermögenden Familie. Die haben immer oft geguckt auf das Auto, haben ihn bewegt, haben alles bei Mercedes machen lassen. Also das ist schon gut. Kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, Cargold-Qualität, da fehlen ein paar Kleinigkeiten. So. Ja, bei so einem Wetter mit so einem Cabrio unterwegs sein, ist wirklich ein absoluter Hochgenuss, weil das ist auch ein echtes Cabrio. Man hat einen riesen Platz, man hat zwei Armlehnen, der hat sogar hier in der Mitte dieses Sitzteil, also hochklappen, da können hier vorne noch drei Leute sitzen. Also wirklich ein wunderschönes, originales Mercedes Cabrio der Baureihe 111. Wie gesagt, die sind nur 2 Jahre gebaut worden und das ist ein Garant dafür, dass die Autos immer wertvoller werden. Und man kann die nutzen für alles, für weite Reisen, man kann toll offen fahren. Ist eine Maschine, die wirklich relativ einfach zu handeln ist. Wirklich ein guter Motor, der wirklich standfest auch ist. Die fahren alle bis zu 300.000 Kilometer, wenn man sie gut pflegt. Und der Wagen hier ist also wirklich hervorragend. Also anders kann ich es nicht sagen. Wie gesagt, das Modell ist hervorragend. An dem Auto sind Details zu machen, damit das nicht falsch verstanden wird. Aber sonst einen schönen 3,5er zu besitzen, ist was Tolles. Man kann den Wagen, der ist sehr übersichtlich. Der ist 4,90 Meter lang, wiegt 1,7 Tonnen.
Und das könnt ihr sehen, vorne links die Kotflügelecken kann man hervorragend sehen. In der Mitte der schöne Stern, sowas gibt es ja heute so gut wie gar nicht mehr bei Daimler. Und auch hinten gibt es die beiden Ecken. Das ist noch die leicht angedeutete Heckflosse, die waren ja Ende der 50er Jahre hochmodern. Die hat man hier im Designelement noch ein bisschen mit aufgenommen, aber dadurch hat dieser Wagen auch diese wunderschöne Form. Also für mich ist das einer der schönsten Cabrios, die Mercedes jemals gebaut hat. Und man kann damit alles machen. Also er ist wirklich einsetzbar, verwendbar. Und ich sag mal, der ist auch relativ unkaputtbar. Ist ein Auto mit einer sehr, sehr soliden Technik, mit hohen Laufleistungsmöglichkeiten, mit ganz tollen Materialien, wie er verarbeitet ist. Und er macht total Spaß zu fahren. Also gerade bei so einem Wetter wie heute ist das ein Hochgenuss, so ein Auto zu bewegen. Und auch für die, die hinten sitzen, herrlich. Ich meine, es wird natürlich, wenn man so 110, 120 wird, mit dem Wagen ein bisschen windig, wenn man hinten sitzt. Aber jetzt hier so normal, wenn man 60, 70, 80 fährt, ist das einfach toll. Ja, das ist Freude am Auto, das ist Leben genießen, das ist Freiheit, das gehört alles zusammen. Und ich kann nur allen Menschen heute sagen, bitte vergesst das nicht. Denn nur was Freude und Freiheit verspricht, hat die Energie für ein gutes Morgen. Ja, das halte ich für ganz wichtig, für ganz, ganz wichtig. Wird heute oft vergessen. Am Ende sind wir Menschen, wir haben eine Seele und wir brauchen Freude. Ganz wichtig, wenn man die nicht hat, geht alles den Bach runter. Ich weiß nicht, ich gehöre noch zu der Generation, ich bin in der DDR früher ein paar Mal gewesen, wie schlimm hat das ausgesehen nach 1990, weil die Leute einfach keinerlei Motivation hatten, selber was daran zu tun. Ja, sowas, so geht das dann, sowas verfällt dann. Und diese Freude und diese Freiheit darf man den Menschen nicht nehmen. Ja, jetzt sind wir mit dem Auto 25 Kilometer gefahren, also war ein herrliches Cruisen heute Morgen bei allerschönstem Wetter, bei 15, 16 Grad, toll. Also ich sag mal, der Tag ist heute für mich wieder positiv gelaufen, hat absoluten Spaß gemacht. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn man so ein Wetter hat und wenn man so einen schönen Wagen fahren kann. Wie gesagt, ein bisschen mehr an die Freude der Menschen, ein bisschen mehr an die Motivation der Menschen denken. Nicht alles verbieten, sich überall festkleben und protestieren, sondern mal ein bisschen weiterdenken. Was können wir der Gesellschaft eigentlich anbieten, damit es uns allen besser geht? Und da gibt es sicherlich Alternativen zu Verboten und zu immer laut rumschreien und protestieren. Ich glaube, man kann die Dinge anders tun. Vor allen Dingen wird ja oft vergessen, dass der Wohlstand, den wir heute haben, das haben wir unseren Großeltern und Eltern zu verdanken, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder alles aufgebaut haben. Und die Freiheit, die wir heute haben, die wird teilweise von einigen wirklich überstrapaziert. Denn am Ende muss alles verdient werden. Sonst hält sich das nämlich nicht. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Auch mal an die junge Generation. Und dass das die letzte Generation ist, völliger Quatsch. Also, so ein Blödsinn. Das ist wirklich. Also alles nur zu stoppen und zu sagen, wir sind die Letzten, also destruktiver geht es ja wohl gar nicht. Also wenn das unsere Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hätten und die hätten einen Grund gehabt dazu, da war nämlich wirklich alles kaputt in Deutschland, da hätte ich das ja noch verstanden. Das haben die nicht. Die haben gesagt, so, wir müssen jetzt anfangen, wieder alles aufbauen und wumm, und wir haben heute ein wunderschönes Land, wo alles passt. Guckt euch das an, wie schön das ist. Ja, wenn die damals gesagt hätten, wir sind die letzte Generation, würdet ihr gar nicht mehr leben, Freunde. Entschuldigung, vielleicht falsch jetzt. Es ist aber so, ne? Ja doch, und wir müssen, glaube ich, also wir sehen ja auch mittlerweile unsere Verantwortung, dass wir wirklich auch ein Sprachrohr sind. Und das schimpfen jetzt wieder einige, dass wir uns politisch nicht betätigen sollen. Aber ich meine, ich bin ein freier Mensch und das tue ich eben schon. Das ist nämlich auch ein Teil der Demokratie, dass wir auch auf unserem Kanal unsere Meinung sagen. Und auch sagen können, müssen und dürfen. Ich sehe mich als Demokrat und wenn mir da was nicht passt, mache ich den Mund auf. Und das werde ich auch weiterhin tun. So, da hinten ist Beuerberg. War eine herrliche Probefahrt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mal mitzufahren. Wir haben heute auch, denke ich, ganz tolle Luftaufnahmen bekommen können. Direkt an den Alpen heute. Ist ja im Moment die schönste Jahreszeit hier. Hier ist übrigens unser altes Schild hier. Ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat. Das ist da auch nett. Habe ich kürzlich entdeckt. Schaut mal hier aus den 30er Jahren. Durchfahrtsverbotsschild, jetzt auch beim Beuerberg, völlig original, haben wir gedacht, machen wir mal ran. Ja, also, ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende, bis zum nächsten Film. Euer Stefan, bis dann und ciao.